Hallöchen und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Und wir waren gerade bei Professor Flitwick, haben eine wunderschöne exklusive Lehrstunde erhalten oder anders ein hilfreiches Training. Und ja, wir müssen wieder zurück in die große Halle, denn Professor Flitwick hat uns den Tipp gegeben, mit Ben zu üben. Und ich würde mal sagen, das werden wir auch geschwind machen. Mal sehen. Also gehen wir in die große Halle, um mit Ben zu sprechen. So. Und es sind natürlich alle wieder beim Essen. Da vorne sind die Slytherins. Wisst ihr was? Ich halt mal spaßeshalber Ausschau nach Tonks. Da sind sogar gleich zwei, mit denen wir sprechen können. Und mit Marula könnten wir theoretisch auch sprechen. Aber nee, das lassen wir jetzt mal lieber sein. Und da hinten ist Ben. Und jetzt gucke ich wirklich mal an den hintersten Tisch. Ich bin gespannt, ob wir Tonks entdecken. Nee, da hinten nicht. Nein. Okay, nicht wirklich. Sieht hier jemand irgendjemanden mit Türkisfarben, Quark, mit pinken Haaren? Nee, oder? Gut, dann habe ich sie zumindest nicht übersehen, wenn ihr sie auch nicht seht. Und wir sprechen einfach mal Ben an. Was ist los, Ben? Du siehst besorgt aus. Also, du siehst besorgter aus als sonst. Ich halte das nicht länger aus, Elsa. Was meinst du? Ich gehöre nicht nach Hogwarts. Ich dachte, ich könnte mich eingewöhnen. Aber je länger ich hier bin, desto mehr Sachen gibt es, vor denen ich Angst habe. Wie kannst du nur so mutig bleiben? Ich würde sagen, ich fürchte mich auch. Ich fürchte mich auch vor so einigem, Ben. Ich habe Angst, in meiner Prüfung zu versagen, mir Ärger mit Snape einzuhandeln oder niemals herauszufinden, was mit meinem Bruder geschehen ist. Du vergisst noch Werwölfe, Vampire, Riesenspinnen, du weißt schon wen, Geister, Hauselfen, Fisch, Lebensmittelvergiftungen. Wow, der hat ja echt vor einer ganzen Menge an Sachen Angst. Alles wird gut, Ben. Sag mir einfach, was dir Sorgen macht, und ich werde versuchen, dich aufzumuntern. Okay. Aber ich werde nur ein paar Dinge aufzählen, die mir Angst machen. Sonst sind wir am Ende des Jahres noch hier. Oh je, echt? Oh Gott, der Arme. Dann machen wir das einfach mal. Wir können ja mal die Grundfreundschaft von, also zwischen Ben und uns ein wenig stabilisieren. Ich glaube nicht, dass ich nach Hogwarts gehöre, Elsa. Es gibt so viel, wovor man sich fürchten muss. Ich würde sagen, jeder hat hin und wieder Angst. Yay! Das ist doch schon mal gut. Erfolg! Ben fühlt sich besser, das ist schön. Unsere Freunde haben keine Angst. Wir werden uns gegenseitig Sicherheit geben. Das ist eine schöne Antwort. Yay! Ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Ist nämlich gar nicht mal so einfach, weil manchmal wirklich mehrere Dinge in Frage kommen. Danke, Elsa. Ich fühle mich jetzt etwas besser, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich nach Hogwarts gehöre. Ben, wir fühlen uns manchmal so. Reden wir einfach drüber. Wie bin ich nur in Gryffindor gelandet? Gryffindor steht für Feigheit. What? Oh Gott, das ist aber eine böse Antwort. Ich tendiere gerade echt zwischen, du bist tapferer, als du denkst, und du musst dem sprechenden Hut vertrauen. Na klar, er muss natürlich dem sprechenden Hut vertrauen. Er wird schon wissen, warum. Aber ich würde sagen, du bist tapferer, als du denkst, ist doch durchaus besser zum Aufheitern geeignet. Genau. Das Spiel gibt mir recht. Sehr schön.
Ich fühle mich jetzt viel besser, aber ich frage mich immer noch, ob ich nicht nach Hause zurückkehren sollte. Reden wir einfach weiter darüber, Ben. Du wirst schon sehen, dass wir dich in Hogwarts brauchen. Okay, ich gehöre in die Welt der Muggel. In der Welt der Muggels. Muggels? Wartet, was ist die Mehrzahl von Muggel? Der Muggel, die Muggel? Na, die Muggel natürlich. Leute, das ist genauso schlimm, wie wenn Leute sagen, die Pokémons. Okay, naja, gut. Wenn man es nicht besser weiß. Aber, na, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Oh Gott, wer hat das denn übersetzt, bitte? Ich glaube, der hat niemals die Bücher gelesen. Du gehörst nach Hogwarts, Ben. Du kannst niemals zurückkehren. Du kannst über die Ferien zurückkehren. Ich würde sagen, du gehörst nach Hogwarts, Ben. Ja, das ist doch gut. Danke, Elsa. Ich weiß nicht, wie ich Hogwarts ohne dich schaffen würde. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das wissen wir nämlich auch nicht. Und yay! Wir haben eine Prämie freigeschaltet und die Freundschaft zu Ben vertieft. Dankeschön, Elsa. Ich bin jetzt schon viel zuversichtlicher, dass ich meine Zeit in Hogwarts überleben werde. Sind ja nur 7 Jahre. Oh Gott, ich wäre so gerne in Hogwarts. Wer wäre auch so gerne in Hogwarts? Es ist gut zu wissen, dass jemand, der so mutig ist wie du, auch manchmal Angst hat. Das ist toll, Ben. Du bist eine meiner besten Freunde hier. Und ich weiß, dass ich deine Hilfe brauche, um herauszufinden, was mit meinem Bruder passiert ist. Ich werde immer versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen, Elsa. Ich kenne im schlimmsten Fall auch die besten Verstecke. Dankeschön, da können wir uns ja sehr gerne verstecken vor Marula. So, das hätten wir schon mal geschafft. Und jetzt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wo steckt denn Marula? Sie ist weg. Na gut, dann gehen wir in den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum und treffen uns mit Rowan, die anscheinend etwas Wichtiges in diesem Buch rausgefunden hat. Ja. Und wartet. Der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum ist im Kerker? Nee. Oder doch? Ja. Der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum liegt aber ziemlich nah an der Küche. Und da ist ein Hauself. Oh Gott. Oh Gott. Wieso hängt er denn da so da auf 7:30? Oh, der Slytherin-Gemeinschaftsraum ist auch dort. Okay. Und da ist das Klassenzimmer für Zaubertränke. Okay. Genug geschaut. Wir gehen zu Rowan. Hallöchen, Rowan. Ich habe den perfekten Zauber für dich im Buch über Duelle gefunden, Elsa. Der Kitzelfuch. Rictus Stolperstein, Hilfe. Der Kitzelfluch. Rictus Sempra. Kitzelfluch? Ich wolle einen Zauber, mit dem ich Marula blamieren kann. Oh, wolle. Wolle, ja klar. Ich wolle, ich spinne Wolle, okay. Alles gut. Reden wir nicht drüber. Unter hilflosem Gelächter auf dem Boden herumzurollen, ist recht blamabel, Elsa. Glaub mir, ich verstehe etwas davon. Okay. Klingt doch ganz gut. Wie ging dieser Zauber nochmal? Der Zauber ging in etwa so. Okay, dann versuchen wir mal, diesen Kitzelfluch zu lernen. Fester zugreifen, fester zugreifen. Okay. Das fühlt sich besser an. Das Feedback anhören. Ob wir es auch richtig machen. Dann wirst du im Handumdrehen selbst zaubern. Das ist schön. Aufpassen, 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 aufpassen. Und ich habe die Befürchtung, dass uns die Energie ausgehen wird. Beherzigen. Okay. Zuhören und zuhören.
Ich habe einen sehr knackigen technischen Stil. Ich frage mich, wie das zu deiner Persönlichkeit passt. Okay. So. Beeindrucken. Zuhören. Okay, strecke deinen Arm beim Zaubern etwas mehr aus. Ja. Snack nehmen? Wieso ein Snack nehmen? Haltung einüben. Okay. So, super. Ach Mensch. Immer dieses zeitliche Problem. Ach, wie gut, dass es eine Schneidfunktion gibt bei Videos. Und damit kann unsere Else fleißig weiter üben, mit voller Energie sozusagen an die Sache gehen. Eins und zwei und drei und vier. Und ja, klar. Und warum guckt sie denn immer so böse? Und jetzt sieht sie so nachdenklich aus. Und naja, demonstrieren, demonstrieren. Wir demonstrieren es mal. Okay. Fünf nehmen. Warum denn das? Ich meine, gut. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Probiere den Zauber aus. Das werden wir mal machen. So, Das ist aber echt ein schönes Symbol. Na dann. Rictum sen oder so ähnlich. Oh oh. Geschafft! Rictusembra. Der Kitzelfluch. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Ich glaube, du hast den Kitzelfluch gelernt, Elsa. Probiere ihn aus. An dir? Ich bin vielleicht nicht besonders stark, aber Waldbauern sind zäh. Ich werde deinem urkomischen Zauber widerstehen. Solltest du den Zauberspruch nicht ernst testen? Oh. Solltest du den Zauberspruch nicht erst testen, bevor du dich mit Marula duellierst? Nicht an dir. Ich möchte Duellzauber lieber nicht an meinen Freunden ausprobieren. Dafür sind Freunde da, Elsa. Zeig mir, was du drauf hast. Auf die Plätze, fertig kitzeln. Oh Gott. Victus Sempra. Sempra. Oh je. Okay. Ich platze vor Lachen. Autsch. Mein Bauch. Tut mir leid, Robin. Kein Problem, ich freue mich schon auf Marulas Gesicht, wenn du sie da verzauberst. Okay. Und damit haben wir auch Kapitel 4 abgeschlossen. Kapitel 5 steht sozusagen in den Startlöchern. Und ja, da steht geschrieben das Duell. Das heißt, wir können uns darauf freuen. Mit deinem ganzen Arsenal von Zaubern und Tränken bereitest du dich auf deine unausweichliche Revanche gegen Marulas Neid vor. Ja, und das werden wir in der nächsten Folge machen. Also, vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao!